Was haben 100.000 Leute da in mein Ding verloren? Ha? Waldbaum? Du bist selber so ein Waldbaum. Ich Waldbaum dir gleich einen Waldbaum drüber, Karl, und dann wirst du was erleben, du. Du, Waldwald. Das habe ich dir noch nicht gesagt. Gut, Gauker, was machst denn du da und wie kommst du über Beine? Wie ist denn sein Name? Sein Name ist Hut, Gauker. Was ist das? Das ist ja lustig. Was da lustig ist, glaube ich, so Lachsmanski. Sein Name ist Hutgocker auf Steinisch. Das ist da lustig. Oh, Nick hat wieder einen Lachanfall. Lass ihn doch, gelbe Soblox-Manschki. Du kennst ihn doch schon. Ja. Was ein Hutgocker. Da bin ich jetzt aber auch gespannt. Kommen sie alle raus, es gibt eine neue Logebesprechung. Okay. Ich muss euch was sagen. Korn muss dich so aufführen. Vor allem, wenn jetzt so viele andere Leute in unserem Haus sind. Und vor allem, wenn es jetzt große Gefahren zu Anwenden gibt mit dem bösen Roblox-Manschki. Wo ist das böse Roblox-Manschki überhaupt hingeflüchtet? Eine gute Frage. Das hat sich seit jeher nicht mehr blicken lassen. Die Fischstäbchen sind so teuer geworden beim Benni. Ohrbackel kostet schon 10 Euro. 10 Euro sind sie wahnsinnig geworden? War das etwa die Gemeinde? Na, da ist mir was Verdächtiges aufgefallen. Was denn, Hutgauker? Ich weiß nicht, wer es war, aber ich hab was Schwarzes gesehen an der Kasse. Und hast du in die Küche geschaut, wer dort war? Ja. Dort war alles voller Blut. Merkwürdig. Hast du auch irgendeine Person in der Küche gesehen? Was genau willst du damit andeuten, Waldraut? Würde mich auch interessieren. Das würde wohl uns alle interessieren. Autsch. Willst du damit etwa andeuten, dass vielleicht das böse Roblox-Manschki dort alles übernommen hat? Richtig, zusammen mit dem Koch, den er mit dem gestohlenen Schwert erstellt hat. Wie der nochmal Kassen D-Wag, D-Bag, Dull-Dag, Fitz-Dag, Zigzag? Nein, sein Name war Ludwig. Ludwig, der Killer. Der Roblox-Killer-Koch. Moment. Er ist der Schrecken der Roblox-Küche. Da war so ein Koch mit einer Pfanne. Das war milliardenprozentig Ludwig. Wir müssen das böse Roblox-Manschki und Ludwig stoppen. Schnell! Und ich glaube, er hat gerade eine Hand geboten. Von keinem von uns stammt die Hand ab, die er gebraten hat. So viel wissen wir. Das war sie. Das rote Roblox-Manschki hat zwar immer gern die Hand verloren, aber dieses Mal hat er seine zweite Hand doch wieder. Hör auf, mich vor den anderen zu blamieren, du Eierkopf. Ich bin aber trotzdem. Geh doch weg, oder ich lasse einen Bauch schoß, dass es dir aus dem Haus aus zündet. Scheiße!
Doing. Servus. Wir haben noch so einen Waggon. Ein Waggon? Mit einem Aufbaufuhr, mit einem Kornführer, wo umgefahren ist. Oh, da habe ich aber eine Idee. Mit dem können wir ja, dorthin fahren. Kannst du bitte mal kurz mit der Lüne so bleiben, Mannschki, in Karls Zimmer? Was hackst du schon wieder aus, oder so, Roblox Mannschki? Gar nichts. Ihr richtet schon mal den Waggon her. Wir müssen schnell was besprechen. Okay. So. Steht in der Garage. Abgeschlossen und jede Menge Sachen vorschieben. Los, schnell. Ja. Niemand darf uns zuhören. Aber warum darf uns niemand zuhören, rotes Roblox Manschki? Also, weißt du, ich glaube, das böse Roblox Manschki wird wissen, dass wir kommen. Immerhin, es kann auch möglich sein, jetzt wo er das Schwert hat, dass er sich unsichtbar gemacht hat und uns heimlich die ganze Zeit belauscht. Ich werde mich dem bösen Roblox Manschki stellen. Spinnst du? Wenn du das tust, dann bist du Hackfleisch. Na und? Soll er mich zu Hackfleisch verwandeln, dann lässt er die ganze Welt in Ruhe. Ja, da auch gesperrt. Du träumst zu viel, rotes Roblox Manschki. Niemals wird er die Welt in Ruhe lassen, wenn er dich vernichtet hat. Ich meine, er will doch nicht dich, er will die Welt. Mag sein. Aber ich habe keine Lust, dass sich alle unnötig in Gefahr begeben. Da draußen kracht es. Schnell! Wie willst du hier rauskommen? Ich werde durch den Kamin entkommen. Und ich? Du wirst inzwischen weiterhin den Eingang mit Sachen verstopfen. Sorg dafür, dass die anderen nicht hereinkommen. Ich kletter mal beim Kamin raus. Da mein Zimmer versperrt. Ah. Er ist gestohlen worden. Oh je. Jetzt ist das rote Roblox-Maschke in Schwierigkeiten. Ich habe eine Idee. Du! Ah, komm, soll einer, da haben wir einen Einbrecher! Alle einer, schnell, schnell! Hilfe! Hilfe! Ja, alle rein da! Mit deinen Waffen mit! Ja! Puh. Haha, das sollte momentan halten. Was? Da! Tut mir leid, Leute, ich will das nicht tun. Aber ihr dürft das rote Roblox-Manschli nicht stören. Also muss ich das tun. Du! Das wird doch scheinbar der Strafe, die Geld. Leute, bitte verzeiht mir, aber... Na! Wir verzeihen die Lärme. Ihr müsst mir verzeihen. Verschwind aus dem Haus. Das habe ich vor. Ich komme ja auch nie was. Ich werde dem roten Roblox-Manschki helfen, falls es dafür nicht schon zu spät ist. Und euch werde ich hier eingesperrt lassen. Ihr werdet hier drin eingesperrt bleiben, bis wir zurückkommen. Das heißt, falls das rote Roblox-Manschki oder überhaupt einer von uns beiden jemals eben zurückkehrt. Die verbauten werden, dass du zurückkommst. Das wird es aber nie. Dazu seid ihr viel zu gute Freunde. Ich danke euch, dass ihr so gute Freunde seid, Leute. Jetzt tut mir das Herz weh, weil ich das jetzt tun musste.
Aber das rote Roblox-Mansch, die verlässt sich darauf, dass ich euch hier behalte. Also. Was habt ihr vor? Das rote Roblox-Manschki wird sich opfern. Und zwar den bösen Roblox-Manschki opfern. Wozu machst du das? Walter, das mache ich nur dazu. Also. Weil er mich darum gebeten hat, euch hier zu behalten, damit ihr nicht versucht, ihm zu helfen. Er bildet sich ein, dass er ganz allein daran schuld ist, dass das böse Roblox-Manschki ständig die Welt bedroht. Er glaubt, wenn das böse Roblox-Manschki ihn aus dem Weg räumt, dann wird die Welt in Sicherheit sein. Ich habe ihm auch schon gesagt, dass er da viel zu viel träumt. Aber er hat leider nicht auf mich gehört. Deswegen hab's doch vorher aufgesperrt. Es tut mir leid, aber... Keine Entschuldigung mehr. Ich kann nicht zulassen, dass der rote Roblox-Manschki sich jetzt opfert. Kommt sofort alle heraus. Schnell, und dem roten Roblox-Manschki hinterher. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Das rote Roblox-Manschki, es wird davonlaufen und sich opfern. Gut, aber... Falls es überhaupt noch lebt, vertraust mir immer. Es geht auch. Das rote Roblox-Manschki ist mein Bruder. Ich muss ihm vertrauen. Genauso wie das gelbe Roblox-Manschki mein Bruder ist. Und das blaue auch, das aber gerade nicht da ist. Aber das rote Roblox-Manschki ist schon zum Penny gefahren. Hinterher! Beeilt euch! Ja, ja. Ja. Jo. Hat irgendjemand Lina gesehen? Nein, ich nicht. Wer ist denn das schon wieder? Das geht dich gar nicht an, du Quietschente. Ja. Warum nennst du ihn ausgerechnet Quietschente? Das reicht, du Dämon. Dämon, der war noch besser. Ein Dämon. Ja, genau, voll, dass wir euch helfen. Das war jetzt aber eine Beleidigung. Na und Hut Papalatur, wir brauchen deine Hilfe nicht. Hut Papalatur. Ja, stimmt, der Hutgauker. Er ist zwar ein freundlicher Kerl und ein Mitglied von der Muserbande, von der Muserbande, aber trotz allem, er ist nutzlos. Er ist nur ein normaler Bürger und kein Held. Wir können ihm solche Einsätze nicht dulden. Er hat uns nur im Weg stehen. Wir meinen den Hutgauker wirklich. Nein, ihr mögt ihn nicht. Alter Spider-Man, kannst du den jungen Spider-Man bitte endlich einmal sagen, dass er still sein soll? Sei jetzt endlich mal leise, wenn Walter laut spricht. Ja, und außerdem... Spider-Man, seit wann bist denn du der jetzt auf einmal gegen uns so erweitert? Ihr sitzt hier nur blöd herum, während das rote Roblox-Manschki Lebensgefahr sein könnte? Hinterher, schnell! Wir müssen dem roten Roblox-Manschki nach, und zwar alle! Ich bin ja schon mal los. Ihr Flieger Karl, nimm den Rest mit!